Die Herrscherfamilie der Medici in Florenz gehörte seit der Renaissance zu den ersten europaweit agierenden Sammlerpersönlichkeiten. Sie sammelten strategisch und förderten die Künste, allen voran die bildende Kunst. Die US-amerikanische Sammlung Haukohl bewahrt einen bisher kaum bekannten Schatz, nämlich die barocke Hofkunst unter den Medici. Sie ist die größte private Sammlung dieser Art außerhalb Italiens. Auf ihrer Tournee durch Europa, die in Kooperation mit dem Luxemburger Musée National d'Histoire d'Art stattfindet, haben wir sie in die Kunstkammer Rau eingeladen. Sir Mark Haukohl steht in einer langen Sammlertradition seiner Familie. Der texanische Sammler, der selbst mit Picassos und Mors groß wurde, konzentrierte sich auf die bisher kaum beachteten Florentiner Meister des 17. Jahrhunderts, deren Erforschung er mit seiner Sammlung nachhaltig förderte. Es ist eine Sammlung, die die starke Persönlichkeit des Sammlers widerspiegelt und eine ganz eigene Identität besitzt. Die Haukohl Family Collection umfasst Allegorien, religiöse Motive, Genreszenen und Porträts. Die meisterhaft erfassten Oberflächen, die weiche Haut und kostbare Materialien finden sich in theatralischen Kompositionen. Die Farben und Linien sind nicht kühn, sondern unbestimmt. Sie sind glorreich oder gar monumental. Dank expressiver Gestik und Mimik und sinnlicher Verführungskraft sprechen die Figuren bis heute unmittelbar zu uns. Und zugleich sind sie Botschafter einer Zeit, in der sich die Mächtigen dieser Welt über ihre Liebe zur Kunst definierten. Dies verbindet die Medici mit Haukohl und Rau, die diese gesellschaftspolitisch tragende Rolle in unsere Gegenwart überführen.